Hallo und willkommen zurück bei The Outer Worlds. Ja, ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns mal unser Inventar an, unsere Ausrüstung, die Ausrüstung unseres Begleiters, was man alles machen kann, was es dort für Austauschmöglichkeiten gibt, für Waffenarten, was für Werte die haben und so weiter. Ist ja für euch ebenso interessant, nicht nur einfach dieses... ja, store hin und her laufen zwischen den Missionen. Nein, das Ausrüsten, das macht ja auch einen riesigen Spaß. Und genau, schauen wir erstmal unseren Charakter Inventar. Ich habe jetzt schon mal den Schrott wegsortiert, habe mal die Waffen noch umsortiert. Also ausgerüstet habe ich das Sturmgewehr, dann haben wir noch den Einschlaghammer und eine leichte Pistole. Ihr seht oben rechts die Schadenswerte pro Sekunde. Habe ich jetzt versucht, ja, so halbwegs das Beste zu nehmen. Man hätte jetzt hier diese abgesägte Schrotflinte noch nehmen können. Da seht ihr, die verbraucht jetzt leichte Munition. Davon haben wir immer reichlich. Aber ich bin eigentlich mit dem Sturmgewehr erstmal zufrieden. Ja, weitere Waffen haben wir jetzt schon gesammelt. Wir haben auch schon Energiewaffen. Kann ich jedoch noch nicht nutzen. Ihr seht, Stufe 7. Oder jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Doch, ich kann die Waffen nutzen. Ich dachte eigentlich zuallererst, die Stufen sind charakterbezogen. Das heißt, ich bin jetzt Stufe 4 und ich kann die Waffe erst ab Stufe 4 nutzen. Aber dem... ist, glaube ich, gar nicht so. Man könnte jetzt die Waffe sogar schon nutzen. Ich war jetzt immer abgeschreckt von den roten Zahlen. Aber ich weiß jetzt auch nicht so genau. Die roten Zahlen müssten halt Energiewerte sein. Gut, passt mal auf. Dann haben wir hier einen Plasmaschneider. Ist eine Einhand-Nahkampfwaffe. Hat einen Schaden pro Sekunde von 133 und unser Hammer hat einen Schaden von 142. Spezialeffekt zu Boden werfen, Modifikation, ein auf Angriff. Und ich würde mal sagen, wir ändern mal die Nahkampfwaffe. Okay, so, das ist jetzt meine aktuelle Rüstung. Da haben wir unseren Schutzhelm mit einer Rüstung von 17. Dann hatte ich mir noch die Niederdruckanzug Rüstung angezogen mit Rüstwert von 9. Ja, vorher hatte ich noch die Kryonik oder den Kryonikanzug mit Rüstung von 3 an. Der sieht natürlich toll aus, aber ich versuche halt immer das Bessere anzuziehen. Ja, detaillierte Werte können wir uns auch anschauen. Zum Beispiel jetzt haben wir hier den provisorischen Niederdruckanzug, hat jetzt einen durchweg Schadenstyp von Rüstung 9. Ja, also auch die haben jetzt nochmal verschiedene Rüstungswerte. Dann haben wir inzwischen auch schon einige, wo haben wir es denn? Hier müssten wir es haben, Modifikationen gefunden. Ja, diese können wir dann zum Beispiel auf Nahkampfwaffen, Schusswaffen, Rüstung draufpacken. Je nachdem, wo sie für geeignet sind. Und ebenso haben wir hier unseren Begleiter. Den könnten wir jetzt hier mit neuen Waffen ausstatten. Die Waffen können wir jetzt hier nicht rausnehmen, keine dazu tun. Die sind drin, die sammelt er anscheinend. Müssen wir mal einfach beobachten, dass man dem immer halt die beste Waffe und Rüstung geben. So steht es auch hier unten als Information dabei. Schauen wir gleich mal nach der Waffe. Hat jetzt eine leichte Pistole mit einem Schaden pro Sekunde von 110. Würde ich jetzt mal ändern. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Sturmgewehr. Oder die Schrotflinte. Ich würde sagen, wir... Schrotgewehr Stufe 5. Magazingröße 24.
Gib dir mal das Schrotgewehr. Ich denke mal, er kann richtig super damit umgehen. Und Nahkampfwaffe. Einschlaghammer. Der ist komischerweise besser wie der. Der hat eine Modifikation drauf. Schadenstyp Schock. Gut, würde ich sagen, das lassen wir so. Okay. Dann habt ihr das nämlich auch mal gesehen. Jetzt gehen wir noch hier zum Händler. Hier können wir halt, ja, alles Mögliche an Nahrung. Wir können einige Waffen kaufen, Rüstung kaufen, Modifikationen kaufen. Oder wir können auch natürlich hier unseren ganzen Krempel verkaufen. Dazu hatte ich ja hier alles schon mal in Schrott gepackt, was ich verkaufen wollte. Hier drüben auf der rechten Seite seht ihr deine Bits. Das ist halt meine Währung. 513 aktuell und was wir halt für jeden Verkauf dazu bekommen. Und wir verkaufen jetzt den ganzen Schrott, den wir gesammelt haben. Jetzt haben wir 1300. Nicht schlecht. Okay, weiter geht's. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert. Dann habt ihr das nämlich jetzt auch mal gesehen. So, hier sehen wir nämlich schon Gegner. Ach, die lebt ja auch noch. So, steh wieder auf. Mädel, hast du es etwas übertrieben? So, guck mal. Energiezelle, Rüstungsteile. Da haben wir halt noch keinen passenden Automaten gefunden oder Werkbank gefunden. So, alles klar. Alles nachgeladen. Jetzt wollte ich eben mal schauen, ob wir denn hier hochkommen. Hier kommen wir hoch. Ah, hier. Eine ganze Kiste voll Rüstungsteile, Waffenteile und Bits. Hier auf dem Schreibtisch, genau hier hat er noch was geleuchtet. Terminal. Das wollte ich jetzt aber nicht nutzen. Schauen wir mal, hier gibt es noch einige Türen. So, knacken, verbraucht 0 Dietriche. Clever. Ein Raumschiffmodell und ein Schwungrad. Ja, aber die Tür hier verbraucht 3 Dietriche, ich würde sagen, die verbrauchen wir. Gosh, that's clever. Oh Mann, haben wir jetzt echt Dietriche verbraucht? Ich bin so ein Held. Naja, falls ihr das nochmal spielen wollt, jetzt wisst ihr es. Diese Tür muss man nicht wirklich knacken. Überbrückungskontakt, das ist ein Hacking-Modul für elektronische Geräte. Also so eine Art Dietrich für Computer. Mann ey. Das weiß ich gar nicht. Wartet mal, haben wir denn eine Map? Ja. Hier runter geht's.
Hier hinten müssen wir hin. Ah, hier hätten wir gucken können. Wir Helden, hätten wir hier gar nicht rausgemusst. Aber ich würde lieber nochmal hier runterschauen, bevor wir hinten das alles aktivieren. Also wir haben oben in der Anzeige zwei rote Pfeile, das heißt zwei Gegner. Zwei Gegner voraus. Schauen, ich weiß nicht, wo sie sind. Das können wir leider nicht knacken. Fehlen uns Dietriche. Auch ein großer Komplex. Den würde ich jetzt erstmal durchsuchen. Okay, hier kommen wir nicht rein. Also hier haben wir Schließfächer. Das jetzt. Spielrohr, Rüstungsteile, Bitmodule. Ach, versiegelt, alles klar, gut. Dann können wir ja nur hier hinten lang. Okay, Terminal benutzen. Strom umleiten. Strom umleiten. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Kraftwerkstatus. Strom wird derzeit geliefert an Konservenfabrik. Okay, Strom umleiten. Volle Energie. Stromumleitung fehlgeschlagen. Manuelle Eingabe erforderlich. Bitte aktiviere die drei Stromschalter. Drei Stromschalter. Three switches. That'll be easy enough. Okay, schauen wir mal. Gerade war sie noch versiegelt. Ist immer noch versiegelt. Tür aufschließen. Code eingeben. Willkommen. Also Code hat man ja bekommen. Und das hat hier super geklappt. So richtig viele. Oh. Ich wollte gerade sagen, richtig jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich sagen wollte. Konzerndienstabzeichen.
Leute, ich bin begeistert. Das gefällt mir sowas von das Spiel. Also hier, diese Grafik. Also auch der Spielfluss bisher, super. Wartet mal, ich wechsle mal eben auf die Schrotflinte, dass wir die schwere Munition mal behalten. Und ich habe ein Plasmagewehr. Wartet mal. Nehmen wir das Plasmagewehr. Aber 300. Okay. Also Energiewaffen müssen wo aufgeladen werden. Da stand es gerade da. Na, liegt da noch was? Liegt noch ein Kollege. Nein, ich wollte Licht machen. Wahnsinn! Also das macht schon mal richtig Spaß, aber hier Munitionverbrauch echt extrem. Okay, hier haben wir den ersten Schalter. Jetzt plündern wir aber erstmal hier den Raum. Ja, müssen wir schauen, was mal die Energiemunition kostet. Wenn nicht, müssen wir uns mal welche kaufen. Weil dazu plündern wir ja hier rum. Was? Phantom? Wartet, wir legen erstmal den Schalter um, bevor wir hier uns noch weiter verlaufen. Just two more. What'll happen to Miss McDivitt's folk if we send power to the Vale? No, 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 just leave me alone. Wollen sie knacken? Geht nicht. Das ist wieder so ein Roboter. Oh, wo ist er? Jetzt haben wir geladen. Sehe ich nicht. Dampfauslass für Thiel abgeschalten. Oh, sorry.
Ja, wenn man es kann, warum nicht? Ob ich das jetzt machen sollte, weiß ich nicht genau. Ah, eine Werkbank. Ach, hier ist die Tür, wo wir nicht reinkamen. Aber passt auf, wenn wir hier sind, gehen wir gleich mal in die Werkbank. So, modifizieren können wir. Tüfteln. Okay, die haben wir noch nicht freigeschalten zum Tüfteln. Wir können reparieren. Wir können zerlegen, Waffen zerlegen, um... Warte mal, wir können mal so eine Pistole zerlegen. Nee, mit E zerlegen wir die. Bekommen wir drei Waffenteile heraus. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal. Das Plasmagewehr, würde ich sagen. Ein Mod installieren können wir. Modifikation. Mac 2 Energie. Was ist jetzt Mac 2? Ändern den Schadenstyp der Waffe auf Plasma. Das ist doch sowieso eine Plasma. Jetzt bin ich ein bisschen... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Plasma Schneider, was können wir mit ihm machen? Sicherungsgriff. Senkt den Verlust an Haltbarkeit der Waffe bei der Nutzung. Ja, komm. Den installieren wir jetzt. Dann hätten wir noch die Pistole. Unsere Rüstung. Die haben wir an, die könnten wir nicht mehr reparieren. Das machen wir. Ach, hier oben. Reparieren. Rüstung. So, unseren Helm. Rüstung von 17 auf 17. Da passiert nichts. Reparieren. 5 Rüstungsteile. Und hier nochmal 6 Rüstungsteile, okay. Sturmgewehr, Stoßpistole. Die verbrauchen, nehmen wir erstmal die Pistole. Ach Quatsch, die brauchen wir nicht reparieren. Da finden wir eine neue. Die können wir dann einfach wechseln. So, so, so. So, wo geht's denn weiter? Wo ist denn jetzt unser Marker? Da oben. Send the power to Miss McDevitt. What happens to the veil? Processing. Performing an area sweep now. System sweeping the air. Watch out! Ach, da hinten. Ich
Ich würde sagen, gut sind die Kämpfe nicht gerade, die wir hinlegen, aber wir überleben. Ich denke mal, das ist immer noch die Hauptsache. Ich verstehe, 40 Energie ist, haben wir jetzt hier im Magazin. Und wenn wir volle Ladung aufladen, dann verballert er die ganzen 40 Energieeinheiten und bei kleineren Aufladungen halt nur so viel, wie wir aufladen. Da muss man erstmal alles so dahinter kommen. Häufchen Matsch hier. Häufchen Matsch. Müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? That's the last. I'm not sure what the right is. All I know is the decision's final. Was ist das? Kleine Maus. Once we do this, there's no going back. So, na boah. Excuse me, ma'am. Normal. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Ja, weil die Konsequenzen, stimmt, unsere Begleiterin kam ja aus der Stadt, aus der Konservenfabrik. I don't think you should cut off Edwater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edwater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Da hat sie natürlich recht. War mir von Anfang an ein bisschen merkwürdig, dass wir so eine Stadt einfach die Energie kappen sollen. Sind ja auch bloß normale Arbeiter drin. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. So, ja, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen, aber welche? Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Tja. Was machen wir nun? Ich glaube, wir kommen ja nicht drum rum. Pass auf. Wir leiten den Strom um und dann schauen wir einfach, was passiert. Geht ja nicht anders. Strom wird derzeit geliefert an Edgewater und Botaniklabor. Oh Mann, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wo leitet man den Strom hin? Zu den Deserteuren? Wo sind die Stadt? Ja, Vor- und Nachteile. Das ist echt jetzt so eine spielentscheidende
Entscheidungen. Leite den Strom vom Geothermiekraftwerk um. Wisst ihr was? Wir leiten den Strom in die Stadt. Die Deserteure können ja zurück in die Stadt. Er hat ja gesagt, sie können zurückkommen. Ich denke mal aber nicht, dass er sie ganz im Wort hält, die einfach unbeschadet davonkommen lässt. So, ich lasse gerade mal die ganzen Meldungen durchlaufen. Ruf bei Deserteure gesenkt. Na gut, erst hat man erhöht, dann hat man gesenkt. Können wir mal schauen, wie es denn aussieht mit dem Ruf. Schauen, Vorteile, Details, Ruf, hier haben wir es. So, Deserteure, annehmbar. Ja, 20% schlecht. Ist annehmbar. Okay. Also alles okay noch. So, überrede die Deserteure zur Rückkehr. Alles klar. Dann müssen wir hier erstmal wieder raus. Kleine Ratte. So, wartet mal. Hier ging's raus. Sehr aufschlussreiche Anatomie. So ein Hundwesen sezierend. Na los, ein bisschen machen wir noch. Wir sollen jetzt die Deserteure überreden, in die Stadt zurückzukehren. So, hier hinten sind wir noch reingekommen. Müssen wir doch wieder rauskommen hier. Hier, guckt mal, ja. Komische Tierwesen. Stufe Sekt. Schmeckt wie Zystenschwein. Aber wie schmeckt Zystenschwein? Also klingt ekelhaft. Wie sind wir denn da hochgekommen? Okay, da fehlen uns Dietriche. Da müssen wir unbedingt mal im Automaten welche kaufen. Gab's hier nicht Automaten? Oder ein Automat? Hm, ja, war so.
So, hoffentlich gibt es keinen Ärger, weil wir den jetzt hier in Strom abgedreht haben. Na, guckt hier. Botanic Lab. Da leuchtet es schon nicht mehr. Oh Mann. Da stehen sie nur alle. Jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Werkbank entdeckt. Oh oh. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are. Chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? Ja, warum haben wir das getan? Eigentlich haben wir das darum getan, um halt die Arbeiter in der Stadt nicht verhungern zu lassen. Es war nichts Persönliches. Ich brauche deinen Energieregulator. You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Well, shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ich würde sagen, wir müssen den Reed absetzen. Den müssen wir dort absägen. Dann ist die Stadt wieder lebenswert. Ja, ich bin willens, mich für dich um Reed zu kümmern. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. Three square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me. And I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Hm, okay. Reed müssen wir überzeugen, die Stadt zu verlassen. Oh, drei Marker, was haben wir denn da jetzt alles noch zu bereden? Everybody keeps staring at me.
It's not my fault the power's dead. Oh, sorry, whoa, meine Schuld. Miss Parvati, you're, what, how are you, hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so, wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no. I'm just along with this lady here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying to everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of three. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Would you? I'd be grateful. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had one of those, I could go back to Reed and make a real case for myself. Gut. Also er will Ingenieur werden und dann würde er zurück in die Stadt gehen. So, Grace. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never talked to us again. Genau, ich werde wie zurückkehren. Zum Rücktritt überreden. Sure. Suit yourself. I'll be here. Any luck finding one of those manuals? Ach so, nee, die haben wir leider noch nicht gefunden. Jetzt haben wir hier so viel Marker. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher jetzt noch aktuell ist. Look at that. The snakes come back. Ah, die Schlange. Okay. Gut, ich würde meinen, das soll es mal für heute gewesen sein. Ist wirklich eine lange Folge geworden, aber wieder viel geschafft, viel in der Story vorangekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen oben da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut!